Also gehen wir erstmal hier wieder Richtung, keine Ahnung, Ausgang vielleicht. Wobei ich keinen Plan habe, wo hier wohl der Ausgang ist. Aber wo ist denn die Ulsche von vorhin hin? Muss der Grund gehabt haben, warum die mich gerettet hat. Und der Friedo von ihm ist ja noch nicht besiegt. She'll know where it is. Hope. They call her Hope. Concubine, huh? They think she is fine as the big chief, even. She dwells down here. Somewhere. Only the world didn't know you were a legend. Irgendwer hat eine neue Mission für mich. Aber die Mission ist noch gesperrt, wie man sieht. Weil, ach, warte mal, wie komme ich denn da hin? Say what you want, stranger. What? Yeah. Eigentlich müsste doch... Da ist es. Achso, ich muss... Okay, ich muss 3 Missionen abschließen und 2 Bauprojekte in diesem komischen Tempel da abschließen. Ist das dieser Tempel hier? Und dann geht das erst weiter. Na endlich. Hier drin können die nichts meinen, oder? Hey, you look like that guy, the driver. Yeah. Ich denke mal, geh einfach nochmal da runter. Es ist zwar gesperrt. Ich drück doch mal hier den Schnelllaufknopf, aber ich vergesse ja jedes Mal, man kann in den scheiß Festungen nicht rennen. Warum auch immer. Das ist auch ganz schön weit verzwickt hier, meine Fresse. Ich will nur gucken, ob man da irgendwo hinkommt, wo dann gezeigt wird, was man zusammenbauen muss. Da hängt zum Beispiel Schrott. 1 von 11, na hu. 2 von 11. Da hängt eine Kette. Weil ich muss ja wissen, was für Teile ich brauche. Und manchmal kann man die dann mich auch anzeigen lassen. Was das Ganze natürlich etwas beschleunigen würde. Ha. In Deep Furry's Temple. 2 habe ich schon in ödler Mission. There's no way in. Okay, da geht es also erst weiter. Ich dachte, jetzt kann man noch sehen, was man zusammenbauen muss, weil ich eigentlich dachte, dass ich schon in diesem Tempel drin bin. Aber... nein, ich bin nicht in diesem Tempel. Welchen verfickten Tempel meinen die denn? Ach, den Tempel meinen die wahrscheinlich. Guckst du. Gibt natürlich keine Schnellreise, warum auch. Aber zumindest kann man sich eine Wegmarke setzen. Da gibt es auch keine Schnellreise. Dann nehme ich erstmal den Ballon, wa? Achso, dann muss ich hier wieder zurückrennen. Naja, okay. Macht auch nichts. Da lang. Also, ich muss zu diesem tollen Tempel hin. Dort, um dort erstmal rauszufinden, was ich bauen muss. Und ich hoffe, ich laufe hier richtig. ...700 Schrott habe ich. Siehst du, hier bist du schon wieder verkehrt. Das ist nämlich so ein bisschen...
Na, Assi. Machen wir so. Geht schneller. Bin ich gleich bei der Karre. So. So, ich muss jetzt also erstmal. Und das ist ja die Kunst. Kein Gas geben hier. Von Gas geben hat kein Mensch was gesagt. Ich muss jetzt erstmal irgendwie da lebend hinkommen. Und die Waypoints sind noch da, okay. Auf dem Weg dorthin haben wir noch einen Sniper und so einen Pferdescheuchen-Dings. Es ist faszinierend, dass es mal im Vorbeifahren geht, dann wieder nicht. Ach, 6. Level 6 nur. Guck mal, nur Harpune Stufe 6. Da muss ich die... Und auf 0, natürlich. Hab ich mir jetzt ja irgendwie gedacht, oder? Aber das mache ich dann nochmal. Ach, hier wird schon rumgeschossen. Ah, ich gehe ja schon wieder. Keine Panik. Hä? Der fällt auch ziemlich umständlich jetzt, möchte ich meinen. Das mache ich dann aber bei einer Nichtaufzeichnung. Weil das auch noch alles runterzuleveln, das wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig sein. Ja. Von daher erstmal in den Ballon. Da ist ein. Naja, da ist ein Sniper, habe ich schon gesehen, keine Panik. Mach den dann wieder. Diese dämliche Kamera mal in Richtung zeigen würde, wo man hinfährt, und zwar sofort. Wäre es alles sehr viel einfacher. Was stimmt denn mit euch nicht? Ich hab den doch gerade in den Sniper gesehen. No surprises. Der Wagen unten ist schon mal explodiert. Der Sniper kriegt mich von hier nicht, aber der andere da hinten. Jetzt mal die Nervensägen hier loswerden. Sagen, das hängt hier echt fest. Nur der Sniper, der jetzt über mir sitzt. Das heißt nur. Ist natürlich gut. Schnell da eben da rein. Was denn heute noch? Danke. Na, Stück nach rechts. So weit, so gut. Da wohnt noch einer. Das fahren sie jetzt wohl aber, oder? Hoffe ich. Das ist nur so ein Ballon hier übrigens, ne? Das darf man mal nicht vergessen. So ein normales Vieh kann man hier noch umhauen jetzt hier. Sofern man denn reinkommt, heißt das. Ich denke mal, der Weg ist frei hier. Also gehen wir ganz normal hier rein, hauen ihn erstmal aufs Maul. Ja, genau. Alter, habt ihr denn für Sorgen, bitteschön? Moment, Moment. Ich hab mir das gerade anders überlegt. Ich geh dann mal kurz raus.
Ja, Wasser ist alle. Ach, das kommen die auch noch nach, die Affen. Ah, auch gut. Umso besser. Hier ist mehr Platz. Habe noch eine bessere Idee. Hoffe, es klappt. Rein. Nein, es klappt nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Sollte das klappen? Ich hätte jetzt schön übergefahren. So aus Versehen. 20 Mal vor und zurück und so. Aber nein. Aber diesen scheiß Ballon möchte ich noch gerne einnehmen. Natürlich fängt man von hier an. Natürlich. Und das ist das, was ich sagte. Es macht dann immer ein bisschen mehr Sinn, selbst speichern zu können. Das heißt, die scheiß Sniper sind da. Ne, die Sniper müssten tot sein. Und die, die tot sind, sind tot. Denke ich. Hoffe ich. Was natürlich nur ein bisschen nervig ist, sind, dass man hier noch Autos hat, die einen angreifen. Und natürlich noch die anderen Verteidigungssysteme, die man hier so umfährt, so aus Versehen. Das war nur ein einfacher Sniper gerade da rechts. Also das gekritzelt da unten auf der Straße. Wer soll das denn? So, jetzt sind wir schon wieder hier. Guten Tag. Bam. Bam, bam, bam. Ne, so nicht. So, bitteschön. Dankeschön. Als Aussteigen. Jetzt haben wir auch wieder volle Energie. Ich denke, jetzt sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Im Kampf, hoffe ich. Okay. Das muss man sich merken. Man nimmt einfach so ein ganzes vor, lässt sich töten, fährt wieder hin und ist keiner mehr da. Kann man natürlich auch mal so machen, ne? Ist einfacher. Das hätte man vorher wissen sollen, Mensch. Der hätte das immer so gemacht. Mal darüber. Hier lassen wir mal die Leiter runter jetzt. Ich glaube, der Ballon war hier oben. Und das alles nur, damit ich Ballon fahren kann. Und dann heißt es wahrscheinlich gleich wieder irgendwann von wegen, dies und das funktioniert gerade nicht. Benzin alle. Oder whatever. Schauen wir mal. Oh ne, er fährt. Hätte ich das nicht gedacht. Ich mach das eigentlich nur, damit man da einen Schnellreisepunkt hat. Ich hoffe, dass man das Spiel jetzt trotzdem so weiter durchspielen kann. The Dump. Siehst du, wieder in der Region. Jetzt gibt's das Fernglas. Da gibt's Vogelseuchen. Das sind die, die wir schon kennen. Juhu. Dafür brauchst du Stufe 6 der Harpune, die wir noch lange nicht haben. Könnte man natürlich auch freispielen, aber ich denke, das wäre einfach nur langweilig, dabei noch zuzugucken. Deswegen versuche ich so schnell wie möglich, was heißt nicht so schnell wie möglich, aber halt hauptsächlich die Hauptmission zu spielen. Wo ich das Let's Play angefangen hatte, dachte ich auch nicht, dass das so extrem umfangreich ist. Ich habe mich über das Spiel vorher nicht wirklich informiert. Ich habe es nur bei Steam gesehen, 5,95, meins. Upsi! Moment. Wenn ich jetzt Fortfahren mache, müsste ich doch eigentlich wieder in der Burg auftauchen, oder?
Weil das Ding hat doch jetzt gespeichert da, oder? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Na gut, ich hätte ja auch vom Speicherpunkt nochmal, den ich mir erstellt habe, starten können. Wäre ja wurscht. Mal gucken. Ja, siehst du. Denn von hier zum nächsten ist ein bisschen einfacher. Das heißt einfacher. Auch nicht unbedingt. Das Ding sieht fast so ein bisschen aus wie die DeLorean, oder? Und opala, nein. So. Werkstatt. Wie viel haben wir denn? 700? Ne? 600 kostet das. Nehmen wir mit. Haben wir ein bisschen mehr Dampf unter der Haube. Und jetzt müssen wir mal erstmal gucken beim anderen Krams. Wo war das denn alles jetzt? Nicht, dass wir hier, siehst du? Fahrverhalten wird dadurch besser. Weil in den anderen Rennen mussten wir ja umstellen. Achso, das muss ich erst noch kaufen, okay. Nicht, dass sie uns hier die Karre zerlegen, nur weil wir das nicht vernünftig ausgerüstet haben. Weil es wurde ja einiges zurückgeschraubt. Das ist, glaube ich, uninteressant, oder? Angriff ein bisschen mehr. Ich denke mal, das, was ich jetzt habe, lasse ich mal so. Und der Rest ist, glaube ich... Ich bin jetzt schon so, Beschleunigung, okay. Da gibt es noch ein bisschen mehr Beschleunigung. Und Fahrverhalten noch besser? Ne, schlechter. Dafür Abwehr besser. Ach Gottchen. Ich lasse die Karre so, wie sie ist. Ist ja auch blöd gemacht, von wegen... Es ist schwer, so eine riesige Festung, die ich einnehmen muss erst, wa? Dass man dann sagt, alle Teile, die halt man wieder neu freischaltet, sind grundprinzipiell schon mal besser als die, die man hatte. Nein. Das wäre ja auch zu einfach, wie man sieht. Gibt es ja sogar Teile, die das, die Karre dann deutlich schlechter machen. Und das finde ich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen nervig, weil, weiß nicht, moin, servus, grüezi, hallo, der Bus von A-Team ist auch da. Wenn ich die jetzt auch noch am Arsch habe, wenn ich da zu dieser Festung fahre, habe ich auch ein Problem, glaube ich. Oder komme ich da so rein? Tatsächlich. Immerhin. Die haben mich Ödland-Missionen für mich natürlich. Und aber auch. Hier, die Dinger muss ich zusammenbauen dann. Da brauche ich einen Teil für. Und wenn ich das dann habe, dann habe ich das zusammengebaut. Und ich hoffe, das wird mir dann auch angezeigt. Aber wir gucken erstmal jetzt, was er hier für eine Mission für uns hat. Na? The end times are upon us. I. Deep Fryer, spawn of the great flame. Fryer, das ausgesprochen, okay? My children, the flock of wildfire, eagerly await their righteous salvation. They expect me to deliver them. I see in you a possible salvation. How so? Gastown is doomed. The dunes outside all run red with blood. Dread Scrotus and his war boys spread their bloody gospel of the blade. But you, your goal is elsewhere. That makes you a valuable ally. Nobody's ally. Many of my flock have come from the path of the blade and on to the flame. You'll be rewarded in buffed up weapons. What do you need? Since Dread Scrotus's recent bout with death by chainsaw to the nugget, the holy machination we call the Warm Embrace has become non-functional. You mean that big tube mounted outside? It leads into the gas-filled belly of Gastown. Once the sacred moon, it bellows out a pure flame, embracing the wildfire, standing in its front. Now the flames have stopped. We cannot go into the tunnels, pitch black and full of flammable gas.
making our torches impossible to use. Your false light there. That's the way to go. Natürlich. Natürlich nur dort zum Arsch der Welt. Ach, baue große Wasserspeichereinheit bei Maxleiner Fertigkeit. Ja, benötigte Teile. Und das meinte ich, jetzt wird es mich auf der Karte markiert. Da ist praktisch das Zeug, was ich dafür brauche. Das könnte ich eigentlich auch schon mal holen dann. Mache ich auch mal glatt. Weil ich muss mir die zwei Dinger von den Dingern sowieso bauen. Es ist natürlich dann immer nur blöde, weil man hier jetzt aufpassen muss, dass man nicht von den Feinden großartig entdeckt wird, weil die hauen einen sonst die Raupen aus der Nutz. Das wäre ein bisschen blöd. Weil es ist eigentlich immer nur ein Teil, was man da finden muss, und da sind das schon wieder welche. Alter, der bremst aber mal ziemlich scheiße hier. Wir warten mal, bis sie sich verpisst haben. Es bringt mir nichts, gegen die zu boxen, da ich eh keine Chance hätte. Und warum unnötig Zeit verplempern, wenn man den ganzen auch aus dem Weg gehen kann. Und das Schöne ist ja, wenn man das Teil dann hat, was man da braucht, dann kann man sich einfach wieder ins Schloss zurückporten. Und hier wird scharf geschossen, würde ich behaupten. Wo ist denn der scheiß Turm? Da. Krieg ich den kaputt mit meinen Haken? Ist muss natürlich ganz nah ranfahren. Genau. Man macht da einfach mal ein Salto. Na, du wirst mich doch nicht verarschen jetzt, oder? Weil diese scheiß Schrotte, die ich schon ausgewählt hat, schon wieder. Die Kacke. Also ich glaube, hier ist sonst nichts Feindliches. Das heißt, mach mal die Karre heile. Ja, genau jetzt. My black fingers itch for sacred work. Ich finde es immer wieder schön, dass wenn man aus dem Schloss rausfährt, dass da nicht das ausgerüstet ist, was man zuletzt benutzt hatte, sondern das, was so standardmäßig auf Platz 1 ist, also die Schrotflinte, die sehr sinnlos ist momentan. Sehr schön. Gut. Man kann natürlich auch sagen, ey Spieler, was bist du auch so blöd und guckst da nicht hin? Aber so hat man zumindest ein bisschen was zu lachen, nicht? Hier drinne gibt es jetzt irgendwo das Bauteil. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich da reinkomme. Wahrscheinlich da. Bisschen umständlich da reingehen. So viele sind es ja nicht, haha. Das ist ja aber mal ausweichwillig nervig. Da muss man immer so lange warten, weil bis die dann eingreifen. Ihr kommt doch alle dran. Bleibt doch mal gemütlich, Leute. Ja, ja. Da hast du jetzt davon. Nochmal, bitteschön. Genug? Sehr schön. Du hast noch was dabei für mich? Das finde ich natürlich sehr nett. So. Jetzt hier irgendwo gibt es das Teil, was ich brauche. Ich glaube, das Teil nehme ich nachher mal mit. Aber ich brauche erstmal natürlich das eigentliche Bauteil. Das ist in so einer Kiste drin. Moin! Ich bin der Neue.
nachdem ich die paar spaßigen Freunde hier bespaßt habe, denke ich, hoffe ich, finde ich diese dämliche Kiste. Hey, ich kriege alle aufs Maul. Schön hinten anstellen, dann kriegt ihr da was ab. Da bin ich ja nicht so. Was ich nur ein bisschen blöde finde, ist, dass da immer mehr rauskommen. Haben die kein Zuhause, sag mal? Jetzt haben wir wieder den Range-Modus, der ist schön. Da kommen noch mehr raus. Alter, habt ihr kein Zuhause? Meine Fresse. Kannst du den mal hauen vielleicht? Aua, aua, pik, pik. Ich meine, so ein paar Feinde sind ja ganz toll, dass man mal ein bisschen... Aber zu viele sind dann auch blöde. Ja, ja, du nur wieder. Mein Gott, Walter, ey. Kannst du das mal lassen jetzt? Das ist mal doof, man darf... Die weichen aus, die Arschlöcher, ey. Scheiße. Und das war's. Das ist blöde, dass es da kein Instant Heals gibt halt. Selbst wenn ich jetzt noch Wasser dabei gehabt hätte, bis ich das getrunken habe, haben da auch schon 10 Leute auf mich eingeschlagen. Das ist echt ein bisschen scheiße gemacht. Und dass da natürlich nur so ein paar Leute kommen. Ist natürlich mein... Natürlich fängt man da an. Aber... Nee, da nicht. Aber, ich musste dahin, oder? Ich nehme die Schnellreise dorthin. Von da zum nächsten ist es ja ein bisschen einfacher. Und es hat ja auch keiner gesagt, dass es leicht ist, diese Teile zu besorgen, nicht? Ist natürlich nur ein bisschen nervig, dass man da wieder hinfahren muss. Hätte ich vorher speichern sollen. Machen wir beim nächsten Mal, also jetzt. Und mit Glück... sind ja auch die Feinde jetzt weg. Beim anderen Mal war es ja auch so vom Wegen. Man stirbt. Bums, waren die Feinde weg. Also wenn das jetzt nochmal klappt, ne? Warte mal eben. Hier gibt es auch ein Sniper-Arschloch. Na. So. Ach, ihr nun wieder. Ihr nervt langsam. Wisst ihr das eigentlich? Weil ihr so nervt. Ja, ja, genau. Komm her. Don't stray. Steigt mal aus eurer scheiß Autos, dann kriegt ihr auf die Fresse. Yes. I will not leave her here. Genau so. Pass auf. Zeig dir mal eben. Das macht nämlich mehr Sinn. Weil die Autos sind zu stark. Aber die Typen selber kann man besiegen. Aber es auch. Aber es geht zumindest. So, Arschloch. Du nährst nicht nochmal. Müssen wir irgendwie rauskommen? Wir haben ja so ein bisschen scheiße geparkt hier. Auch gut, ich lenk nach rechts und fahre nach links. Ich lass mich raus hier jetzt.
Geht doch. Die Arschpümmel nerven zum Müll schon mal nicht mehr. Also dieser gammelige Turm, aber da müssen wir ja nicht hin. Wir müssen ja hier hin. Das Schöne ist ja, wer tot ist, bleibt tot. Speichern machen wir auf Platz 7. Da kommen sie schon wieder alle angeschissen. Ja, ja, tu mich auch. Du Blödes. Das ist ähnlich wie bei Batman. Man möchte eigentlich den anderen hauen, der da an der Wand stand. Und springt aber automatisch zu jemand anderen hin. Du auch noch. Du Blödes Arschloch. Lass das sein. So. Können natürlich nochmal abspeichern. Es wäre geil, wenn hier jetzt irgendwo Benzin rumstehen würde. Das könnte ich nämlich einen Kopf werfen dann da unten. Aber ich glaube, so viel Glück werde ich nicht haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Im Auto ist natürlich auch nichts mehr. Und hier steht leider nichts rum. Hier steht kein Benzin rum. Die Karre jetzt klauen, aber wie gesagt, die Karre brauchen wir ja nicht. Und da kommen eigentlich gleich. Ach, hier ist Benzin. Feuer anzünden wäre geil gewesen. Moment, 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 Moment. Aua. Gut, Scheißplan. Wenn dann wieder alle auf Mal kommen. Genau. Kommt ihr nicht mit raus? Kommt ihr mit? Ah, einige kommen mit. Sehr schön. Das fällt mal ein bisschen auseinanderziehen. Na, kommt. Kommt her. So. Kommen nämlich nicht alle, sondern nur einige. Das macht es ein bisschen einfacher, die kaputt zu kloppen hier. Bevor du nochmal vorgehabt hattest, mich zu hauen. Mal abschminken. So. Kleines Stück Scheiße. Du nährst mich nicht nochmal. Es sind zwar immer noch welche da unten, aber halt schon ein paar weniger, weil wir wissen ja die... Moment. Natürlich speichern. Nicht vergessen. Jetzt sollte ich vielleicht mal gucken, was Schnellspeichern ist. Denn wir wissen ja, die, die tot sind, bleiben tot. Jetzt hast du halt nur noch eine Handvoll gleich. Hier hast du schon mal Wasser. Ach guck, die anderen waren sogar schon weg. Das ist also noch der Rest gewesen, der hier gewesen war vorhin. Auch okay. Dann natürlich gleich wieder hier trinken. Pack nicht weg das Ding. Du brauchst es jetzt. Da ist Schrott und jetzt muss hier halt irgendwo so eine Box rumstehen, wo das Bauteil drin ist, das ich brauche, um dieses Ding da zu bauen in der Festung. Darfst du es ruhig mitnehmen.
Oh, 58 Schrott gibt's dafür. Leck mich am Arsch. Ich sollte vielleicht das Schwert mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, ja, den Meinungsverstärker. Es kann ja durchaus angehen, dass ich dann noch auf Leute treffe, die nicht meiner Meinung sind, dass ich das hier mitnehme. Dem muss ich das natürlich dann ein bisschen anders erklären. Aber es kann auch sein, dass es hier schon gar keine mehr gibt. Würde ich natürlich bevorzugen. Weil unbedingt einfach ist es nicht. Nein, hier ist keiner. Holla. Naja, man wird dadurch auch langsamer halt, ne? Doch. Bis zum letzten Schlag war das Ding auch verbraucht. Finde ich auch sehr lustig. Wenn ich jetzt rausgehen würde, mir so eine Eisenstange besorgen würde und damit auf irgendwelche Leute einkloppen würde, die wird nicht nach einer Weile auseinanderfallen. Das ist ein sehr komisch, aber naja. Ist halt ein Spiel, nicht? Was gibt's hier noch so? Nichts. Und was ich auch mal loben, was heißt loben möchte, aber es ist eines der wenigen Spiele, wo man essen und trinken muss. Da ist die Kiste, die meinte ich. Zumindest habe ich das Teil. Schön, dass mir das Ding noch gesehen hat. Jetzt könnte ich eigentlich schon wieder stumpf zurück mich porten lassen, weil ich habe das Teil ja, was ich brauche. Da ich aber geizig bin, nehme ich die Sachen noch mit hier vom Schrott. Und die Munition. Siehste? Da haben wir nochmal ein bisschen Benzin. Ja, hast du recht. Deswegen sage ich mal einfach so, wir machen jetzt eine Schnellreise. Schawupp. Und dann sind wir da und können das Ding zusammenbauen. Man kann das auch einfach machen. Warum zurückfahren, nicht? Einfach das Ding sammeln und fertig. Da gehst du hin. Und dann baust du das Ding. Und jetzt kann man hier immer wieder Wasser auffüllen. Tada! Da sie aber voll ist. Und jetzt müsste eigentlich... Oh, wo war denn die gesperrte Mission noch? Da. Das habe ich schon mal, diese Bauprojekte fertig abgeschlossen. 2 von 2, obwohl ich noch gar keinen hatte, aber okay. Muss jetzt halt nur noch diese eine Mission abschließen. Und dann ist die Mission oben wiederum frei. Jukuhu.